Einen fröhlichen guten Abend, Steffen Schilke für die Gesellschaft für Informatik Rhein-Main. Wir freuen uns heute, Ihnen eine Präsentation von Professor Akbik zu zeigen zum Thema das FLAIR Framework zur automatischen Analyse von Texten. Aber zuerst möchte ich Ihnen kurz Ihren Gastgeber heute vorstellen. Das ist nämlich die Gesellschaft für Informatik. Und zwar die GI ist die Gesellschaft für Informatik. Wir sind ein gemeinnütziger Verein von Informatikern im deutschsprachigen Raum und wir bieten ein riesiges Netzwerk allein im Rhein-Main-Gebiet über 1600 Mitglieder in der Gesellschaft für Informatik aus Wissenschaft, aus Praxis, aus Hochschulen, aus Unternehmen, aus Behörden und da tauschen wir uns halt aus. Einer der Austausche sind zum Beispiel diese Termine, die wir heute machen, das heißt, wo Sie Informationen bekommen über moderne Themen in der Informatik. Wir haben insgesamt 20.000 Mitglieder in ganz Deutschland und sind damit die größte neutrale Fachgesellschaft für Informatik. Und wir bieten auch unterschiedliche Fachgruppen und Hochschulgruppen und natürlich auch Regionalgruppen wie die Gesellschaft für Informatik Rhein-Main. Und wir leben von Ihrem Engagement, von dem Engagement unserer Mitglieder. Natürlich sind auch Nicht-Mitglieder bei unseren Vorträgen immer herzlich willkommen und die sind auch immer kostenlos. Und wie gesagt, wenn Sie ein Wunschthema haben, können Sie uns das natürlich gerne mitteilen. Wir werden dann versuchen, in einem der nächsten Vorträge, die wahrscheinlich dann alle erst ab nächstes Jahr, das heißt ab dem ersten Quartal wieder stattfinden, entweder online oder halt in Person, werden wir halt Ihnen mit Ihnen interessante Themen halt präsentieren. Die Regionalgruppe fördert nun mal den Austausch. Wir hatten früher auch Stammtische, die wir jetzt natürlich nicht mehr haben. Wir planten auch Exkursionen beziehungsweise wir versuchen halt, unsere Mitglieder weiter zu qualifizieren, beziehungsweise ihnen Möglichkeiten zu geben, sich mit interessanten Praktikern oder Akademikern aus der Informatik auszutauschen. Und wie gesagt, Ihr Engagement ist gefragt. Sie können sich direkt über die GI an uns wenden oder über unsere Regionalgruppenseite. Und ja, wir sind halt ständig bereit, neue Sachen zu auszuprobieren, wie jetzt diese Online-Meetings hier zum Beispiel über StreamYard und YouTube. Und noch ein Hinweis, wenn Sie Student sind oder Auszubildende, können Sie kostenlos in die GI Mitglied werden. Ich habe Ihnen hier mal die URLs auf die Folie gepackt oder Sie gehen einfach über unsere Hauptseite Mitglied werden und dort können Sie dann im Endeffekt kostenlos Mitglied bei der Gesellschaft für Informatik werden. Das hilft Ihnen zum Beispiel auch bei Bachelor-, Master-, Diplomarbeiten, wenn es die noch gibt. Ich habe selber schon Studenten in Masterarbeiten betreut, auch bei uns in der Behörde, wo ich arbeite. Also wie gesagt, ein guter Platz, um Networking in der Informatik zu betreiben. Wie gesagt, das ist unsere Webseite rg-rhein-main.gi.de. Da finden Sie uns, unsere Veranstaltungen. Und jetzt möchte ich gerne zu unserem Thema heute übergehen. Das ist das FLAIR Framework zur automatischen Analyse von Texten, also Natural Language Processing. Wir haben dazu Professor Akbik von der Humboldt-Universität aus Berlin gewinnen können. Er ist im Endeffekt seit Anfang des Jahres Professor für maschinelles Lernen und hat halt auch schon früher, als er noch bei Zalando war, beziehungsweise IBM Research, an diesen Produkt oder beziehungsweise an diesem Framework gearbeitet und wird es uns jetzt vorstellen. Ich hole ihn mal ganz kurz in die Präsentation. Da ist er Hallo. auch schon. Vielleicht wollen Sie noch ein paar Worte vor Ihrer Präsentation sagen. Na, also wir können gern direkt loslegen. Also Gut, dann lege ich jetzt die Präsentation auf Ihren Bildschirm. Vielleicht noch ja. ein Hinweis an die Zuschauer. Sie können entweder hier über den Chat Fragen stellen. Oder Sie können die Fragen auch über Twitter loswerden. Und dort verwenden wir den Hashtag GIRMFLAIR. Und ich werde Twitter im Hintergrund monitoren. Auch wenn Sie mich jetzt nicht sehen, monitore ich das Ganze und taucht dann auf einmal wie der Geist aus der Flasche auf und stelle dann die Fragen an den Herrn Professor Akbik. Und hier kommt jetzt die Präsentation. So, jetzt müssten Sie es sehen. Ja. Genau, also erstmal vielen Dank für die nette Einleitung. Genau, auch von meiner Seite, also wenn Sie Fragen haben, bitte stellen Sie die sofort. Also ich werde gerne unterbrochen. Ich rede ungern eine Stunde lang am Stück. Deswegen also immer schön fragen und freue ich mich sehr drüber.
Genau, also der Titel des Talks ist das Flare Framework zur automatischen Analyse von Texten. Wie Herr Schilke schon gesagt hat, ich bin seit Anfang des Jahres Professor für maschinelles Lernen an der Humboldt-Universität zu Berlin. Davor war ich viele Jahre in der industriellen Forschung, das heißt zuerst bei IBM Research in Kalifornien, dann bei Zalando Research in Berlin. Und also Schwerpunkt meiner Forschung ist das Natural Language Processing. Hier geht es darum, dass wir die Maschinen in die Lage versetzen möchten, menschliche Sprache zu verstehen, natürliche Sprache zu verstehen und auf dieser Basis große Mengen von Textdaten automatisch zu verarbeiten. Und dazu haben wir das Open Source NLP Framework Flare entwickelt. Das wird an meinem Lehrstuhl entwickelt, gemeinsam mit der Open Source Community. Und das ist auch der Fokus dieses Talks. Ja. Gut, das heißt, um kurz die Struktur des Talks durchzugehen, also zunächst fangen wir an mit der Motivation. Also warum haben wir dieses Framework eigentlich entwickelt? Und um das vorwegzunehmen, es ging vor allem darum, aktuelle Forschung im Bereich des Deep Learning, im Bereich des maschinellen Lernens schnell in die Anwendung zu bringen. Und dann möchte ich Ihnen das Framework vorstellen anhand von einigen Standard-NLP-Tasks und auch einen ganzen Schlag Demos zeigen, also einen ganzen Schlag Live-Demos. Und ich möchte mich da insbesondere auf zwei NLP-Tasks konzentrieren. Das ist zum einen die Textklassifikation und zum anderen das sogenannte Sequence-Labeling. Das heißt, ich werde in beiden Fällen erklären, was diese Tasks sind und was man damit machen kann. Und anhand dieser Tasks, ich werde auch noch ein paar andere Dinge erzählen, werden wir die Benutzung des Frameworks durchgehen, als auch einige Forschungsfragen, denen wir uns gerade widmen, in meinem Lehrstuhl. Genau, dann fangen wir direkt an mit der Motivation. Also warum haben wir eigentlich ursprünglich dieses Framework entwickelt? Das Ganze fing im Jahre 2018 an mit Forschung bei Zalando, also als ich noch bei Zalando war, im Bereich der sogenannten Eigennamenerkennung. Auf Englisch ist die Eigennamenerkennung das Named Entity Recognition, ist auch der Begriff, den ich jetzt verwenden werde. Und dabei geht es darum, dass wir Maschinen bauen wollen, die große Mengen von Textdaten durchforsten und dort Informationen finden, die für uns wichtig sind, im Sinne von Wörtern oder Wortgruppen, die für uns wichtig sind. Und das werde ich gleich in ein paar Live-Demos noch zeigen, aber fürs Erste hier schon mal ein Bild, wie wir das bei Zalando gemacht haben, also was für Informationen da für uns wichtig waren. Und als wir angefangen haben, dieses Ding zu entwickeln, ne? Sind Sie noch da? Ja, wir hören Sie noch. Alles läuft gut. Ja, gut, hat gerade gehangen. Genau, also als wir angefangen haben, dieses Ding zu entwickeln, sind wir so vorgegangen, wie man so üblicherweise vorgeht. Das heißt, man schaut sich die neuesten Forschungsergebnisse an, man liest die neuesten Forschungspapiere, die neuesten Forschungsberichte und versucht, diese Ergebnisse nachzustellen. Und die Eigennamenerkennung ist ein Gebiet, das unheimlich aktiv ist. Da werden jedes Jahr Dutzende neue Papers veröffentlicht. Also sind wir losgegangen, haben uns die Top-Papers durchgelesen und haben versucht, die nachzustellen. Und das Erste, was uns aufgefallen ist, dass es eigentlich unheimlich schwierig ist, diese Ergebnisse zu reproduzieren. Das heißt, ziemlich oft liest man diesen Papers Resultate und tolle Zahlen und tolle Werte, die sie rausbekommen haben. Aber es fehlen im Endeffekt die Details und es fehlt vor allem auch der Code, um diese Experimente nachzustellen. Und das hat das alles sehr erschwert für uns. Also zum einen gibt es viele Papers, die tatsächlich nur Tabellen zeigen. Die sagen uns nicht, die geben uns nicht den Code, die teilen nicht die Daten, die teilen auch nicht genau die Details, die man braucht, um das Ganze zu reproduzieren. Und es gibt andere Papers, wo zwar Code herausgegeben wird, dieser allerdings unheimlich schwierig zu lesen oder zum Laufen zu bringen ist. Das heißt, grundsätzlich waren wir sehr unzufrieden mit der Reproduzierbarkeit aktueller Forschungsergebnisse. Der zweite Punkt der Motivation war ein sehr positiver Punkt. Und zwar hatten wir einen eigenen Ansatz entwickelt, der unheimlich gut funktioniert hat. Und den werde ich auch später noch mal kurz besprechen. Und dieser Ansatz hat uns Zahlen gegeben, die einfach unheimlich gut waren. Die haben in allen NER-Benchmarks quasi einen neuen Stand der Kunst produziert. Und die Zahlen waren in der Tat so gut, dass ich mir Sorgen gemacht habe, dass man uns diese Zahlen einfach nicht abkaufen würde. Also dass man denken würde, wir hätten uns diese Zahlen einfach ausgedacht, die sind so gut, das kann eigentlich gar nicht sein. Das heißt, der zweite Punkt in dieser Motivation war die Frage, wie können wir eigentlich die Forschungsgemeinschaft davon überzeugen, dass unser Ansatz wirklich so gut ist, wie wir behaupten. Schließlich, das ist jetzt so eine persönliche Motivation, ist es mir persönlich immer sehr wichtig, dass Forschung einfach zu benutzen ist und nicht nur von uns, sondern auch von Dritten. Und somit war der dritte Teil der Motivation, einfach diese Forschung verfügbar zu machen für so viele Leute wie möglich. Und aus diesem Grund kam die Idee, warum stellen wir dieses Framework, das wir jetzt gerade entwickeln, diesen Ansatz, warum stellen wir den nicht Open Source und gucken, was passiert? Das heißt, wir haben diesen Ansatz schön gemacht, wir haben es Open Source gestellt unter dem Namen des Flare Frameworks. Also das Flare Framework hat die Tagline A Very Simple Framework for State-of-the-Art NLP. Und diese Tagline
reflektiert unsere zwei Hauptdesignprinzipien. Das eine Prinzipium ist die Very Simple. Das heißt, es war für uns unheimlich wichtig, dass dieses Framework sehr leicht zu benutzen ist von Dritten. Also selbst Menschen, die jetzt keinen Hintergrund haben im maschinellen Lernen, keinen Hintergrund in Deep Learning, sollen in der Lage sein, diese Forschung in ihren Anwendungsfällen einzusetzen. Gleichzeitig das zweite wichtige Kriterium für uns war, dass es der Stand der Kunst ist. Das heißt, wir wollten wirklich die neueste Forschung im Bereich des Natural Language Processing hier umsetzen, ja, im Bereich des Deep Learning. Naja, und so haben wir es dann Open Source gestellt. Das ist unser Framework basiert auf PyTorch, falls Sie das kennen, in Version 0.1. Und was dann passiert ist, ist ein unglaublicher Effekt. Also die Open Source Community wurde wach, die wurde aktiv und plötzlich hatten wir erst Dutzende, dann Hunderte Leute, die das Framework benutzt haben. Und so ist über die letzten zweieinhalb Jahre, hat sich das Framework unheimlich gewandelt. Also wir sind durch viele Iterationen durchgegangen. Wir sind jetzt bei Version 6. Version 7 kommt jetzt auch bald raus. Und in dieser Zeit haben wir fast 120, ich glaube, ab heute sind sogar 120 Code-Contributors. Das Framework wurde eingesetzt in Hunderten von Projekten, auch industriell, also in Hunderten Industrieprojekten, produktiv eingesetzt. Es hat eine unheimliche Sichtbarkeit bei GitHub gekriegt und wird heute, zählt es gemeinhin zu den Hauptframeworks, zu den weltweit bekanntesten Frameworks für Natural Language Processing. Und was mich besonders glücklich gemacht hat, ist, dass unser Ansatz, den wir damals hauptsächlich für 12 europäische Sprachen entwickelt haben, durch die Open Source Community jetzt auf über 300 Sprachen skaliert wurde. Und das ist ein unheimlich toller Effekt und das für mich zeigt das einfach, wie toll Open Source funktionieren kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel auch firmeninterne Sachen, wie zum Beispiel einen Ansatz, den wir bei Zalando entwickelt haben, wenn man den Open Source stellt, dass die Open Source Community halt nicht nur nimmt, sondern auch viel zurückgibt. Also dieser Ansatz war eigentlich irgendeine Sache, die, es war im Endeffekt ein Research-Prototyp für ein Projekt, für ein Team. Und jetzt ist das ein Projekt, das in Hunderten von Setups getestet wird, in Hunderten von Firmen in Einsatz ist. Und dadurch ist der Code von der Qualität her einfach in einer völlig anderen Liga als das, was es damals war. Das heißt, die Open Source Community hat hier Unheimliches geleistet. Das Framework ist natürlich absolut frei und kostenlos. Das heißt, ich möchte Sie ermutigen, das einzusetzen. Aber was kann es denn eigentlich? Genau. Und damit kommen wir zu den NLP Tasks. Ich möchte jetzt zwei Kern-NLP Tasks mit Ihnen besprechen. Das ist zunächst die Textklassifikation und dann das Sequence Labeling. Und dann besprechen wir noch ein paar andere Tasks. Genau, die Textklassifikation ist vielleicht der wichtigste Task überhaupt in Natural Language Processing. Hier geht es darum, für einen ganzen Text Labels zu predikten, vorherzusagen. Ja? Das heißt, ein sehr Standard-Anwendungsfall ist die sogenannte Sentiment Analysis, wo man jetzt für einen Text die Grundstimmung, ob die positiv oder negativ ist, versucht vorherzusagen. Das heißt, wenn jetzt jemand schreibt zum Beispiel, I really like this movie because, dann möchte ich, dass mein Classifier sagt, das Label positiv predicted, während wenn der Text da lautet, I really hated this movie, dann möchte ich, dass mein Classifier das Label negative vorhersagt. Ja? Und das zeige ich Ihnen jetzt mal in Aktion, wie das aussieht in einer Demo. Und dazu wechsle ich jetzt einmal kurz den Screen. Herr Schilke, sehen Sie das? Ja, ich kann es sehen. Ich mache es auch ein bisschen größer. Ich mache es jetzt Fullscreen, da sehen die Teilnehmer mehr. Okay, super. Denn werde ich jetzt einen Satz eingeben oder einen kurzen Text und ich werde jetzt Ihnen zeigen, wie das Modell jetzt vorhersagt, ob dieser Text positiv ist oder negativ. Ja? Das heißt, ich fange jetzt mit etwas Optimistischem an und sage, this talk is interesting. Ja? Das heißt, ich klicke jetzt auf diesen Knopf und ich hole mir jetzt eine Vorhersage ab. Und wir haben zwei Modelle. Eins basiert auf sogenannten Transformern, das andere basiert auf rekurrenten neuronalen Netzen. Die Transformer sind der Stand der Kunst, also die funktionieren deutlich besser. Aber die RNNs haben auch den Vorteil, dass die noch ein bisschen schneller sind. Ne? Und wir sehen, also für diesen Text, den ich gerade eingegeben habe, this talk is interesting, sagen mir beide Modelle mit einer sehr hohen Konfidenz, dass es sich hierbei um eine positive Stimmung handelt. Ne? Wenn jetzt stattdessen jemand schreiben würde, this talk is not interesting, ne? Jetzt hole ich mir wieder eine Prediction ab, dann sehe ich, dass beide Modelle gesagt haben, dieser Text ist jetzt negativ, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Okay? Das sind jetzt natürlich unheimlich einfache Beispiele. Jetzt machen wir mal etwas Schwierigeres. Jetzt sagen wir, this talk is as interesting as watching paint dry. Also,
Genau, also dieser Talk ist so interessant, wie Farbe beim Trocknen zuzuschauen. Ja, das ist im Englischen, das ist ein Ausdruck im Englischen. Das heißt, wenn ich mir jetzt eine Vorhersage abhole, dann sehe ich, dass das Modell in beiden Fällen jetzt immer noch sagt, das ist höchstwahrscheinlich negativ. Allerdings ist die Konfidenz gesunken, weil dieser Satz relativ schwierig ist. Ja? Das heißt also, in diesem Fall, beide Modelle sagen, es sei negativ, obwohl es ein relativ schwieriges Beispiel ist. Wenn ich jetzt weitergehe und sage, this talk is as interesting as watching a baseball game. Ja, jetzt hole ich mir wieder eine Vorhersage ab und das Modell sagt mir jetzt, dieser Text ist positiv. Ja, könnte man sich drüber streiten, aber genau, das Modell sagt mir zumindest, also dieser Text ist positiv. Ja, das heißt, ich kann jetzt jeden Text eingeben und ich hole mir eine von zwei Labels ab, positiv oder negativ. Und Darf um ich jetzt. Sie mal challengen? Geben Sie Ja, doch mal bitte. ein Cricket Game. Mal Ach, gucken, was Mann. er aus dem Englischen macht. Cricket Game, mal sehen. Das wird dann noch positiver. Genau, da ist er jetzt genau immer noch sehr positiv. Genau, also wenn Sie da, also das Modell können Sie gerne herausfordern. Das haben wir auf unheimlich vielen Daten trainiert. Da wäre ich sehr gespannt, ob jemand sich einen Satz ausdenken kann, der unser Modell schlägt. Also geht natürlich immer. Machen Sie einfach drei Negationen rein, aber genau. Es ist grundsätzlich, ich denke, ein recht starkes Modell. Genau. Ja, wunderbar. Dann gehe ich zurück zur Präsentation. Das heißt, die Sentiment-Analyse ist jetzt ein Task. Ja? Also es ist eigentlich der Standard-Task, der simpelste Task, positiv oder negativ. Aber es kann natürlich auch sein, dass man viel mehr Labels haben möchte. Zum Beispiel, also und das ist das, was diesen Task so interessant macht, ist, dass ich jetzt natürlich ein System trainieren kann, das mir alles Mögliche kategorisiert. Ja? Also oft werden diese Systeme benutzt, um zum Beispiel große Mengen von Dokumenten automatisch einzuordnen in verschiedene Ordner. Und jetzt ein anderer Task, der zurzeit sehr interessant ist, ist die sogenannte Hate Speech Detection, also Offensive Language Detection. Das ist eine Sache, die im Internet halt unheimlich wichtig ist oder wichtig wird, dass die Sprache dort halt nicht immer, ne, neutral ist. Das heißt, hier gibt es eben Challenges auch für den deutschsprachigen Raum, wo man versucht, Systeme zu bauen, die in der Lage sind, also Hate Speech und normale Sprache zu unterscheiden. Und in dem Fall hat man nicht nur zwei Klassen, Hate Speech und Normal, sondern man dröselt sozusagen Hate Speech noch weiter auf. Das heißt, man hätte, also ein Fall wäre jetzt, du bist auch ein, das habe ich jetzt mal rausgelassen, das wäre jetzt vom Typus Insult, also Beleidigung. Aber es gibt eben noch andere Klassen. Also, dass man, also Profanity, das wären einfach nur Schimpfwörter. Also es gibt eben verschiedene Arten von Sprache, die nicht in Ordnung ist. Und dafür gibt es dann eben verschiedene Labels, die man da predikten möchte. Genau, und wie gesagt, also es gibt da unheimlich viele Anwendungen für diesen Fall. Man trainiert sich dann ein System, das eben diese Kategorisierung vornimmt, wie man sie braucht. Das wird zum Beispiel Spam, ist auch ein ganz klassischer Fall, dass man Spam-E-Mails automatisch feststellen möchte. In Chatbots wird das unheimlich viel eingesetzt, um Intents festzustellen, also was der Mensch eigentlich sagen möchte. Und zum Beispiel im Bereich Political Science gibt es unheimlich viele mögliche Anwendungen. Zum Beispiel Hate Speech. Es gibt auch so Sachen, dass man versucht, Fake News automatisch zu erkennen, und derartige Dinge. Und wenn Sie diese Modelle einsetzen möchten, das ist zum Beispiel direkt in Flair implementiert. Also wie sieht das aus? Flair können Sie ganz leicht, also wenn Sie sich mit Python auskennen, dann mit pip install Flair reicht schon, dann ist es auf Ihrer Maschine installiert. Und ich zeige Ihnen jetzt mal so ein minimales Snippet, was Sie brauchen, um so einen Satz wie The talk was interesting zu klassifizieren mit Sentiment. Ja? Das heißt, Sie haben erstmal diese Zeile, das lädt den Classifier. Ja, also Load Sentiment, da wird erst geprüft, liegt das entsprechende Modell schon auf Ihrer Maschine vor? Wenn nicht, dann wird es runtergeladen. Ja. Dann machen Sie ein Objekt für Ihren Text, in dem Fall meinetwegen, this talk was interesting. Dann rufen Sie nur auf tagger.predict auf dem Satz und dann können Sie sich die Labels schon abholen. Das heißt, es ist ein Snippet, das sind 4 Zeilen Code und damit können Sie State-of-the-Art Sentiment Analysis in Ihren Anwendungen einsetzen, ja, ohne sich jetzt großartig in das ganze Machine Learning reinlesen zu müssen. Ja? Genau, es gibt unheimlich viele vortrainierte Modelle und ich werde jetzt gleich noch ein paar andere zeigen. Und die ganze Liste wächst tatsächlich die ganze Zeit. Wir haben nämlich diese sehr aktive Open Source Community und da werden halt einfach die ganze Zeit neue Modelle trainiert. Die werden oft zurückgegeben in das Framework, sodass die dann auch alle benutzen können. Wir Ja? hätten hier eine Challenge aus dem Publikum. Ich versuche das mal Okay. kurz anzuzeigen. Okay. Und zwar tippen Sie doch mal den Satz: This is the best laptop bag ever. It is so good that within 2 months of use,
it's worthy of being used as a grocery bag. Ja, das ist genau. Sarkasmus ist natürlich, ist das hätte ich wahrscheinlich dazu sagen sollen. Sarkasmus ist ein Problem. Also das habe ich, konnte ich mir jetzt glaube ich nicht alles merken, Ich aber kann es gleich noch mal kurz sagen, wenn Sie wollen. okay. So, this laptop is so great. Moment, Moment, Moment. This is the best laptop bag ever. This is the best Laptop bag. Okay. Ever. Ever. Punkt. It is so good that within 2 months of use, comma, it's worthy of being used as a grocery bag. Okay. Jetzt sind wir alle gespannt. Jetzt bin ich selbst gespannt. Also genau, also Sarkasmus kann ich jetzt schon mal sagen. Okay, positiv, sagt der Transformer. Sie sagen beide positiv. Das liegt, genau. Also das ist unheimlich, also Ironie ist unheimlich schwierig für diese Maschinen zu entdecken. Wäre natürlich sehr interessante Forschung. Lustigerweise gibt es eigentlich bei fast jedem Vortrag, wird immer die Frage gestellt, was machen diese Dinge eigentlich mit Ironie? Und die Wahrheit ist, Ironie ist unheimlich schwierig. Das heißt, aber es scheint ein wichtiges Thema zu sein. Das heißt, vielleicht könnte man da mal ein bisschen Forschung machen. Wenn Genau. ich, wenn wir gerade, wenn, wir haben noch eine Frage. Ich zeige die auch mal. Gut, was sind die Vorteile gegenüber pre-trained Transformer-Models wie BERT oder Elektra, oder werden diese von Flair gerappt? Die werden gerappt. Also wir haben beides. Also Flair rappt unter anderem Transformer und viele andere Dinge, auch RNNs. Das heißt also, wenn dieses Transformer-based Modell ist quasi, das ist, glaube ich, ein Distill-BERT-Modell. Also da hatten wir jetzt ein kleineres BERT genommen. Und genau, also die werden gerappt. Das sind ganz normale Transformer. Genau. Damit sind die Fragen für den Moment erstmal durch und machen Sie bitte weiter in Ihrem Vortrag, Frau Okay, Link. super, dann gehen wir mal weiter. Aber freut mich, also immer weiter fragen, das macht viel mehr Spaß. Genau, das bringt uns zu Sequence Labeling. Also Sequence Labeling ist ein Task, mit dem wir sehr viel Zeit verbracht haben. Und da gibt es verschiedene Anwendungen. Das eine, also genau, also vielleicht erstmal kurz, was Sequence Labeling überhaupt ist. Eben haben wir versucht, ein ganzes Stück Text in Kategorien einzusortieren. Ja, also das können Topics sein, dass man sagt, ich möchte jetzt alle Dokumente, die zum Thema Politik gehören, sollen in eine Richtung, alle Dokumente, die positiv sind, sollen dahin. Beim Sequence Labeling gehen wir jetzt in die Dokumente rein. Und es heißt Sequence Labeling, weil wir Dokumente jetzt als Sequenzen von Wörtern auffassen. Und diese Wörter, also die Sequenzen von Wörtern, wollen wir labeln, wieder mit Klassen, die uns interessieren. Und ein klassischer Anwendungsfall ist die sogenannte Eigennamenerkennung, das Named Entity Recognition, wo man in die Dokumente reingeht und versucht, Eigennamen festzustellen, aber auch zu welcher semantischen Klasse Eigennamen gehören. Also was sind Personennamen, was sind Ortsnamen, was sind Organisationsnamen und so weiter und so viel. Und auch hier ist es genau wie bei der Textklassifikation, welche Art von Informationen Sie suchen, hängt immer von Ihrem Anwendungsfall ab. Ja? Das heißt, hier haben wir so ein Beispiel, also Belgiums Prime Minister, bla bla bla. Und Davos ist jetzt so ein Wort, das ist jetzt eine Location in dem Fall, aber so ein Wort ist halt auch mehrdeutig. Ne? Also es gibt auch Personen, die mit Vornamen Davos heißen. Ne? Zum Sie Beispiel. hatten in unserem Vorgespräch doch von einem Beispiel erzählt. Es war, glaube ich, die französische Justiz, die damit Gerichtsurteile durchsucht, um datenschutztechnisch Namen zu schwärzen, bevor sie die Urteile rausgeben, damit im Endeffekt der Personenschutz gewahrt ist. Das wird auch mit dem System gemacht. Also die Erkennung der Beteiligten, der Namen, der Anwälte und so. Ganz richtig, genau. Genau, also das System wurde für solche Anwendungsfälle trainiert. Also bei der französischen Justiz, also die genauen Details kenne ich jetzt nicht. Also so ungefähr ist es auch geschehen. Da gibt es allerdings auch Blogposts zu, die genauen Details halt auch rausgeben. Aber was die im Endeffekt gemacht haben, es war wichtig, Dinge zu anonymisieren. Also Personennamen, Orte, Adressen, was auch immer eben anonymisiert werden muss. Und da werden solche Systeme dann eingesetzt, um zum Beispiel Personennamen zu finden.
Und die werden einerseits entweder geschwärzt oder die werden durch andere Namen ersetzt. Das kann man halt auch machen. Also das Wichtige ist einfach nur, dass man diese Daten dann nicht mehr, also wenn es zum Beispiel ein Leak gibt, das ist für Firmen zum Beispiel auch sehr wichtig, also wenn die Daten plötzlich an die Öffentlichkeit rausgehen, dass die Daten, die dann rausgehen, trotzdem noch pseudonymisiert wurden. Ne? Genau, und das kann man zum Beispiel mit so einem Name Entity Recognition System machen. Eine andere Art von Sequenzlabeling, der Vollständigkeit halber, ist das Part-of-Speech-Tagging. Das ist jetzt ein syntaktisches Tagging. Da geht es darum, dass man so Dinge wie Verben, Nomen, Adjektive im Text entdeckt. Das heißt, es geht uns nicht um Semantik, hier geht es uns um Syntax. Und das kann zum Beispiel wichtig sein, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ein NER-System, das kann für mich Produktnamen finden. Und dann habe ich mein Part-of-Speech-System, das kann für mich Adjektive finden. Dann will ich jetzt wissen, welche Adjektive werden oft zusammen mit diesem Produkt genannt. Ja, derartige Dinge. Und das zeige ich Ihnen jetzt auch mal kurz in Aktion. Genau. Und ich fange jetzt erstmal an mit so ein paar Basissätzen. Wir nehmen meinen Standardsatz. Das ist George Washington was born in Washington. Ne? Stimmt nicht übrigens. Also lassen Sie sich nicht verwirren. Zumindest der George Washington, an dem man denkt, der wurde dort nicht geboren. Genau, jetzt hole ich mir eine Prediction dafür ab. Und mein Entitätenmodell sagt mir jetzt, George Washington, diese zwei Wörter zusammen sind eine Person. Und das zweite Washington ist eine Location. Und der Grund, warum ich dieses Beispiel ganz gerne nehme, ist, weil ich diesen Satz jetzt auch ein bisschen schwieriger machen kann. Ich könnte einfach nur sagen, Washington was born in Washington. Ja, das Wort Washington zweimal. Und ich erwarte jetzt, dass mein System trotzdem in der Lage ist, festzustellen, dass das erste Washington eine Person ist und das zweite Washington ein Ort. Ja? Und genau. Dann kann ich Ihnen noch zeigen, wie das aussieht mit Part of Speech. Part of Speech ist jetzt die syntaktische Analyse. Und die sagt mir dann zum Beispiel, dass born ein Verb ist und was ist ein Hilfsverb und so weiter und so viel. Ne? Genau. So, und das ist auch in unheimlich vielen Anwendungen im Einsatz. Ich habe gleich noch ein paar Beispiele für die biomedizinische und für die Financial Tech Domäne. Genau. So, was liegt denn eigentlich dahinter? Also beim Sequence Labeling haben wir unseren eigenen Ansatz. Und das ist der Ansatz, den ich eingangs meinte, der Ansatz, der so gut war, dass wir uns Sorgen gemacht haben, dass uns keiner abkauft, dass die Zahlen echt sind. Ja? Und ich möchte ganz kurz mit Ihnen besprechen, wie das funktioniert. Das ist in unserem Paper von 2018. Die grundsätzliche Idee ist eine von Transferlernen. Das heißt, wir haben, also üblicherweise, wenn man Modelle des maschinellen Lernens trainiert, dann fängt man mit einem leeren Modell an. Also die Gewichte werden zufällig initialisiert. Dieses Modell wird mit Trainingsdaten trainiert und lernt quasi genau das, was in diesen Trainingsdaten drin ist. Das muss man sich vorstellen, wie jemand, der wirklich gar nichts weiß, ein Mensch, der gar nichts weiß, und dem bringen wir jetzt genau eine Aufgabe bei. Das ist sozusagen das traditionelle, klassische Machine Learning. Und was man jetzt im Transferlernen macht, ist, dass man nicht mit gar nichts anfängt, sondern mit Weltwissen. Das heißt, wir versuchen in gewisser Weise generelles linguistisches Weltwissen zu modellieren. Und das ist Kernforschung meiner Gruppe auch. Und trainieren jetzt Aufgaben. Also wenn wir jetzt ein Modell haben, das etwas erledigen soll für uns, dann wird dieses Modell auf diesem Weltwissen aufbauend trainiert. Das heißt, wir würden das blaue Modell, das jetzt für einen spezifischen Task, wie zum Beispiel die Eigennamenerkennung, das würden wir so trainieren wie immer mit den Trainingsdaten, die wir haben. Aber während wir dieses Modell trainieren, verbinden wir es an das Modell unseres generellen Weltwissens, sodass das Modell auf dieses Weltwissen zugreifen kann und lernen kann, dieses Weltwissen zu verwenden. Ja? Das heißt, also wie auch eben die Frage war, diese Weltwissensmodelle sind Transformer, in unserem Fall ist es ein Character-Level-Language-Model, sind vortrainiert, um dieses Weltwissen zu haben, während diese taskspezifischen Modelle jeweils für spezifische Tasks trainiert werden. Ja? Und jetzt ist die Frage natürlich, okay, Modell von of General Linguistic World Knowledge, wie sieht das denn eigentlich aus? Und da gibt es verschiedene Anwendungen und das als Ansätze, und da gibt's, das ist unheimlich viel Forschung aktuell. Ich zeige Ihnen, wie unser kanonischer Ansatz funktioniert hat. Also die grundsätzliche Idee ist von Pre-Training, ist, dass man sagt, Textdaten gibt es quasi unendlich. Ja, also ich kann einen Crawler bauen, ich kann das Web crawlen, ich kann unendlich Textdaten crawlen. Text ist kein Problem. Also es gibt einfach mehr Daten, als ich verarbeiten kann. Ja, und die Idee ist jetzt im maschinellen Lernen, ich mache jetzt ein Vorhersageproblem aus ungelabelten normalen Textdaten. Und dieses Vorhersageproblem soll so schwierig sein, dass die Maschine keine andere Wahl hat, in Anführungsstrichen, als generelles Weltwissen aufzuschnappen, um dieses Problem zu lösen.
Ja? Und das Problem, das wir jetzt damals verwendet haben, ist, den nächsten Buchstaben vorherzusagen, gegeben allen Buchstaben in einem Satz, die vorher gesehen wurden. Das zeige ich Ihnen jetzt mit einem Beispiel. Ne? Also angenommen, ich lese jetzt einen Text, Buchstabe für Buchstabe, und ich sehe den Satz, I started the car. Und die Maschine soll mir jetzt sagen, was ist der wahrscheinlichste nächste Buchstabe, der kommt? Ja? Ist es ein T? Ist es ein R? I started the cat, I started the car. Ne? Das heißt, wir trainieren die Maschine. Wir füttern einen Riesenkorpus durch die Maschine, Buchstabe für Buchstabe. Und an jeder Stelle trainieren wir das neuronale Netz, den nächsten Buchstaben vorherzusagen, das nächste Zeichen. Und das hat unheimlich viele Vorteile, die brauchen wir jetzt nicht im Detail durchzugehen. Aber das Wichtige ist, dass um dieses Problem zu lösen, muss das neuronale Netz Wissen lernen. Weil es gibt nur eine Art, wie man so einen Satz, also einen Satz zu vervollständigen. Das geht eigentlich nur, wenn man den Satz bis zu diesem Punkt einigermaßen verstanden hat. Ja? Das heißt also, was wir sehen, wir haben ein Zeichenlevel-Modell. Und ich gehe nochmal zurück auf die Slide eben. Wir sehen hier den Satz George Washington was born. Was hier wirklich passiert ist, wir zerhacken diesen Satz in einzelne Zeichen, stecken jedes Zeichen durch unser vortrainiertes Character Level Language Model, schauen uns dann in diesem Language Model an, wie sind die internen Zustände bei dem Wort George meinetwegen. Die ziehen wir dann da raus und geben die weiter an das nächste Modell. Na? Und so kann das nächste Modell auf dieses Vorwissen zugreifen von dem Character Level Language Model. Wir haben wieder eine Frage, und Ja. zwar, warum kein bidirektionaler Kontext wie BERT? Genau, also das ist vor BERT. Das ist unser ursprünglicher Ansatz. Das heißt, es ist auch bidirektional, aber nicht deeply bidirectional. Mittlerweile benutzen wir auch Transformer. Allerdings, genau, das ist 2018, das war noch kurz vor BERT. Und hat sich bis heute auch sehr gut geschlagen gegen BERT. Also in einigen Anwendungsfällen schlagen unsere Embeddings, die Flare Embeddings, immer noch BERT. Und ich muss mal gucken, ob ich da eine Tabelle habe. Ist BERT, nee, hier ist BERT nicht mit drin, aber wir haben BERT lange Zeit auch noch geschlagen mit diesem Ansatz. Genau. Genau. Und ja, das Vielleicht bringt uns auch direkt noch zum eine nächsten. Frage, Ihr Ja. Weltwissen, Ihr generelles Weltwissen. Könnte ich zum Beispiel jetzt aus der DBpedia einen Dump der Wikipedia nehmen und das in das System reinkippen, damit es ein Weltwissen aufbaut? Also Sie können auf jeden Fall Wikipedia da reinkippen, also den Text von Wikipedia, also die Textdaten davon, und das würde dieses Weltwissen einigermaßen aufbauen, genau. Also quasi, also das Modell reflektiert immer die Daten, auf denen es trainiert wurde. Das heißt, wenn Sie einen Wikipedia-Dump nehmen und darauf trainieren, dann sind das hauptsächlich solche Informationen, die da drin sind. Genau. Genau, gehe ich mal weiter. Also außer natürlich sind noch mehr Fragen Ich wollte da. gerade nur sagen, vielen Dank, und Sie können natürlich gerne weitermachen in Ihrem. Okay, super. Ja, ist ein bisschen schwierig, so asynchron, genau. Genau, damit kommen wir jetzt zu den Zahlen, also die Zahlen, die mich damals so besorgt haben. Unser Ansatz hat zum Beispiel auf Englisch, auf Deutsch, den State of the Art auf Deutsch hat sehr lange gehalten, bis dieses Jahr. Genau, hat alle bisherigen Systeme sehr bedeutend geschlagen, inklusive dem Ansatz, der zeitgleich rauskam, der Elmo-Ansatz, der tatsächlich auch sehr ähnlich ist, nur eben nicht auf der Zeichenebene, sondern auf der Wortebene. Ja. Genau. Das heißt, das ist der Ausgangspunkt. Aber eine Sache, die uns auch sehr interessiert, ist die Frage der Mehrsprachigkeit. Ja, das heißt, wir haben üblicherweise sind alle Modelle sprachspezifisch trainiert. Das heißt, wir haben ein NER-Modell für Englisch, ein NER-Modell für Deutsch. Allerdings haben wir festgestellt, dass es auch möglich ist, ein einziges Modell zu trainieren, indem man Trainingsdaten von verschiedenen Sprachen nimmt. Und das insbesondere dann, wenn wir mehrsprachige Language Models nehmen. Und das ist mit unserem Ansatz unheimlich leicht, denn Buchstaben, das Alphabet und die Zahlen sind in vielen Sprachen gleich. Na, das heißt, das Vokabular ändert sich da nicht großartig. Also natürlich, also wenn man jetzt noch zyrillische Buchstaben mit hinzunimmt, dann wird es ein bisschen größer. Aber in vielen Fällen können wir viele Sprachen mit demselben Vokabular abfrühstücken. Na? Und das Dazu möchte ich. kam eine passende Frage, wenn ich es Ja. unterbrechen darf.
Und zwar die Frage, wie groß muss ein NN, ich gehe von neuronalem Netzwerk aus, dimensioniert sein, um das allgemeine Weltwissen verarbeiten zu können? Speziell, wenn Sie jetzt mit der Mehrsprachigkeit anfangen. Sie haben ja mein Beispiel wieder Wikipedia, da haben Sie ja viele Artikel in verschiedenen Sprachen. Damit hätte man ja im Endeffekt genauso eine Basis, wo Sie dann auch noch wissen, der Artikel in Englisch entspricht dem Artikel in Deutsch, in Russisch, in Chinesisch, in Japanisch und könnte da dann im Endeffekt sich ein entsprechendes mehrsprachiges Modell aufbauen. Und da ist jetzt die Frage natürlich sehr interessant, wie groß muss dieses Modell, dieses Ja. neuronale Netzwerk dimensioniert sein? Ja, das ist eine super Frage. Also, naja, also wenn Sie heute in die Forschung gehen und versuchen, diese Frage zu beantworten, dann ist die Antwort einfach so groß wie möglich, so groß, wie Sie Ressourcen haben. Also, wenn wir uns die Forschung der letzten Jahre anschauen, die letzten 2 Jahre vor allem, dann sehen wir, dass diese Modelle einfach größer und größer werden. Das heißt, also, wenn wir uns GPT-3 angucken, oder Original BERT, das wurde auf TPUs, fangen wir mit ELMo an. Das waren 32 GPUs. Dann nehmen wir so ein BERT Roberta, das wurde auf bis zu 1000 GPUs gleichzeitig trainiert, was fantastisch ist. Das kann sich kein Mensch mehr leisten. Und das neue GPT-3, dafür wurde ein spezieller Supercluster gebaut. Das wurde auf 500 Billionen Wörtern, 500 Milliarden Wörtern Text trainiert, was astronomisch groß ist. Ja? Das heißt also, die Forschungsrichtung aktuell, die ganzen großen Gruppen versuchen einfach immer größere Modelle zu bauen, das auf immer mehr Daten zu trainieren, ohne Rücksicht auf Verluste. Ne? An meinem Lehrstuhl wollen wir in eine andere Richtung gehen. Wir wollen versuchen, dateneffizienter zu lernen, derartige Modelle. Und FLAIR zum Beispiel hat den Riesenvorteil, das Modell, das ich eben gezeigt habe, dass es, obwohl es nur auf einer einzigen GPU trainiert wurde, ne, hat es zum Beispiel BERT geschlagen und ELMo geschlagen, das auf einem Vielfachen von Daten und Ressourcen trainiert wurde. Das heißt, was hier gegeben ist, eine viel größere Sample Efficiency. Und das hat unheimlich viele Vorteile. Also, wenn Sie eine größere Sample Efficiency haben und Ihre Modelle auf einer einzigen GPU trainieren können, dann ist Ihr Ansatz natürlich auch viel massentauglicher. Und das ist mit aus meiner Sicht ein Grund, warum FLAIR überhaupt so groß geworden ist und warum es auf 300 Sprachen skaliert wurde durch die Community, weil man keinen eigenen Supercluster braucht, sondern eine ganz normale GPU im Endeffekt dafür reicht. Das heißt, ich kann Ihnen jetzt keine genaue Antwort geben, wie viele Parameter das sind, aber ich kann Ihnen sagen, dass die aktuelle Forschung einfach sagt, je mehr, desto besser. Hier gibt es eine Zusatzfrage, und Ja. zwar gibt es eine maximale Sequence Length à la BERT. Nein, rekurrente neuronale Netze sind nicht begrenzt. Also es gibt, also sind konzeptionell, kann ein rekurrentes neuronales Netz, kann unendlich weit, theoretisch unendlich weit zurückblicken. Praktisch passiert das nicht, weil irgendwann wird das Signal einfach zu schwach. Aber es ist nicht so wie BERT, dass es eine tatsächliche harte Grenze gibt. Genau. Vielen Dank. Ja, super. Dann zeige ich jetzt mal eine Demo von dem Multilingual. Weil jetzt zeige ich mal ein paar Einschränkungen. Nehmen wir mal den Satz: George Washington wurde in Washington geboren. Im Sommer. Im Sommer geboren. Wenn ich diesen Satz jetzt an mein englisches Entitätensystem gebe, dann passiert Folgendes. George Washington wird als Person erkannt. Washington wird als Location erkannt. Aber Sommer geboren wird aus irgendwelchen Gründen als Location erkannt, als Person erkannt. Und das ist nicht überraschend, weil dieses System, das englische Entitätensystem, das wurde nur auf englischen Daten trainiert. Das heißt, wenn wir jetzt daherkommen mit einem deutschen Satz, dann kann dieses System eigentlich nichts Vernünftiges mehr machen. Das System hat höchstwahrscheinlich gelernt, Großbuchstaben, naja, das ist höchstwahrscheinlich dann irgendwie ein Personenname. Und dementsprechend sagt es jetzt einfach, Sommer geboren ist eine Person. Ja? Wenn ich jetzt stattdessen ein System nehme, das für Deutsch trainiert wurde, dann kann mein System das sehr wohl schaffen. Es sagt einfach, George Washington ist eine Person. Washington ist eine Location. Ja, das heißt, der Standardfall in der Industrie ist, dass man eigentlich für jede Sprache sein eigenes Modell hat. Das hat allerdings auch einen ganzen Schlag Nachteile. Und zwar, naja, also wenn ich Textdaten in verschiedenen Sprachen habe, dann muss ich erstmal eine Spracherkennungssoftware laufen lassen. Dann muss ich unheimlich viele verschiedene Modelle verwalten, für jede Sprache verschiedene Pipelines. Und das ist eigentlich nicht so schön. Heißt, was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist, ich mache einfach mal George Osborne, ich mache mal einen kürzeren Satz.
Washington. Ich zeige Ihnen jetzt unser mehrsprachiges Part-of-Speech-Tagging-Modell. Ne? Wie gesagt, das Part-of-Speech-Tagging-Modell, das kann Verben und so weiter im Text erkennen. Jetzt machen wir George wurde in Washington geboren. Ne? Und wir sehen, das ist jetzt ein Text, der aus zwei Sprachen besteht. Wir schicken den an das gleiche Modell. Wir sagen diesem Modell nicht, dieser Text ist Deutsch und dieser Text ist umgekehrt, dieser Text ist Englisch und dieser Text ist Deutsch. Aber das Modell kann einfach inhärent mit den verschiedenen Sprachen umgehen. Ne? Wenn ich jetzt herkomme und sage, George A. Washington, ja? Dann haben wir jetzt Deutsch, Englisch und Französisch. Und wir sehen, nee ist ein Verb, geboren ist ein Verb und born ist ein Verb. Ja? Und das ist möglich gemacht dadurch, dass wir da darunter liegen haben ein mehrsprachiges Flair-Modell, das eben genau wie Sie gesagt haben, meinetwegen auf einer Wikipedia in verschiedenen Sprachen trainiert wurde. Das darunterliegende Vokabular ist fast gleich, die Buchstaben sind fast die gleichen in allen Sprachen. Und somit trainieren wir dieses mehrsprachige Language-Model für mehrere Language-Tasks gleichzeitig. Und aus Industriesicht hat das unheimlich viele Vorteile, weil jetzt müssen sie nicht verschiedene Pipelines verwalten, sondern stecken einfach alles durch dasselbe Modell und freuen sich, dass die Vorhersagen einigermaßen hinkommen. Wenn ich mich noch mal kurz einmischen darf, hier ist eine Frage anscheinend erst später im Chat aufgetaucht. Ich würde die jetzt kurz noch mal vorlesen. Und zwar, gibt es in Flair biomedizinische Modelle, um Negation Detection im Deutschen durchzuführen? Falls ja, gibt es dazu entsprechende Benchmarks, zum Beispiel im Vergleich zu NEGX? Ich wollte gerade ja sagen, dann haben wir noch Deutsch dazu gesagt. Also wir haben in Flair einiges an biomedizinischen Sachen. Also wir hatten vor kurzem, das war in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Bioinformatik an der HU Berlin, haben wir eine Version von Flair rausgebracht, die unheimlich gut biomedizinische Entitäten feststellen kann. Da habe ich auch gleich noch eine Slide zu. Und wir haben in dem Zusammenhang auch ein Modell für Negation trainiert. Allerdings ist das alles für Englisch. Das heißt, die Negation, die biomedizinischen Entitäten, das ist alles für Englisch trainiert worden. Wir wurden dann darauf hingewiesen, dass es auch möglich ist, dass es wohl auch Datensätze gäbe für Deutsch. Dann haben wir allerdings nachgefragt, wo sind denn diese Datensätze? Und dann wurde uns wiederum gesagt, dass die nicht öffentlich sind. Das heißt, wenn es Datensätze gibt, dann können Sie Flair sehr einfach verwenden, um sowas zu trainieren. Also Flair ist nämlich nicht nur eine Anwendungslibrary, Sie können auch Ihre eigenen Modelle damit trainieren. Auch sehr einfach, ich hoffe. Aber es gibt keine Modelle, die out of the box jetzt dabei sind für sowas. Und wenn ich jetzt da nochmal eine Zusatzfrage stellen darf zu Ihrem Beispiel mit dem George Washington, würden Sie da jetzt mal, einmal heißt es ja, George wurde in Washington geboren, da hatten Sie ja eben noch den im Sommer dahinter. Und dann könnte man das nochmal ausprobieren, George wurde im Sommer in Washington geboren, ob er da dann auch mit dem Englischen oder dem Deutschen getrainierten irgendwie sich verhoppelt. Also meinen Sie jetzt so oder im Sommer oder? Also im Sommer einmal hinter dem wurde und einmal am Ende. Okay. Und jetzt für Entitäten oder für Part of Speech? Ich vermute mal Entitäten, meinen Sie, oder? Sorry, ja. Also das erste Beispiel quasi, genau, einmal so und dann einmal das im Sommer hinten. Genau, wurde in Washington im Sommer geboren. Das war der erste Test? Genau. Also, genau. Das, da hat er das im Sommer nicht erkannt, aber wenn das mit dem Multilingualen, was kommt, wie kommt er da dann weiter? Das Multilingual haben wir jetzt nur, also habe ich in der Demo nur für Part of Speech. Also wir haben es auch gebeten. Das habe ich jetzt allerdings nicht in der Demo geladen. Genau. Gut, dann machen Sie bitte weiter. Genau, aber ich kann Ihnen zum Beispiel auch zeigen, also Sie können auch mal ein paar Rechtschreibfehler reinbauen, dass das Ding relativ robust ist gegen Rechtschreibfehler. Das ist nötig, weil wenn man zum Beispiel sich Text im Internet anschaut, also klar, wenn man jetzt offizielle Dokumente hat, dann ist der Text meistens relativ gut. Aber wenn Sie sich jetzt irgendwie Webtext anschauen, dann ist dieser Text oft ziemlich korrumpiert oder nicht Standard, Kleinschreibung wird ausgelassen. Und da sind diese Character-Level-Language-Models unheimlich gut, weil der Text jetzt hier auf der Zeichenebene modelliert wird und dementsprechend sind die tendenziell relativ robust gegen solche Sachen. Ja.
Vielleicht noch ein Hinweis, der Herr, der die Frage nach der Biomedizin gestellt hat, schreibt, probieren wir gerne mit einem entsprechenden nicht öffentlichen Datensatz, Datenschutzbeschränkung der Klinik, aus. Vielleicht können Sie ja dann, also der Herr, der die Daten ausprobieren will, ja dann auch mit Ihnen mal Kontakt aufnehmen. Sie können sich dann ja vielleicht austauschen, wie es geklappt hat oder falls er Fragen hat. Genau, sehr gerne. Kommen Sie gerne. Also ich kann Ihnen da helfen, das zum Laufen zu bringen. Genau, freuen wir uns drüber. Die Kontaktdetails stehen in dem Text auf unserer Webseite. Da haben wir Ihre Homepage an der Hochschule verlinkt. Also das heißt, darüber könnten Sie Kontakt aufnehmen. Dann würde ich vorschlagen, Sie machen weiter in Ihre Präsentation. Ja, super. Genau. Genau, ja, super. Genau, das ist jetzt genau unsere Forschung im Bereich der Mehrsprachigkeit. Eine andere Sache, über die ich auch ganz gerne spreche, sind Domänen. Also jetzt hatten wir diesen Standardfall von wegen Personen, Organisationen, aber wir hatten jetzt auch schon die erste Frage im Bereich der Biomedizin. Ne? Und da hatten wir jetzt vor kurzem das sogenannte Hanflare rausgegeben. Und das ist vortrainiert für Englisch, um verschiedene biomedizinische Entitäten zu erkennen. Also sowas wie Krankheiten, Gene, Spezies, Chemikalien. Ich kenne mich persönlich nicht so gut damit aus, aber genau, also eben biomedizinische Entitäten. Wie gesagt, in Zusammenarbeit mit der Bioinformatik bei uns an der Uni. Dann hatten wir vor kurzem, das war auch teilweise in Vorbereitung für den Vortrag hier, weil es da auch immer mehr Interesse gibt, also im Bereich Legal Tech, haben wir jetzt ein Modell für Deutsch trainiert. Das benutzt, das kann ungefähr, jetzt habe ich es nicht mehr ganz im Kopf, ich glaube 12 bis 15 verschiedene Entitätentypen feststellen, relativ fein aufgedröselt irgendwie Location zu Land, Stadt, Landschaft, Organisation, aber eben auch Verordnungen und Gesetze. Genau, weil es da von der Community irgendwie relativ viel Rückmeldung gab und diese Art von Legal-Entitäten anscheinend interessant sind, aber es ist auch wiederum eine Domäne, wo ich mich nicht besonders gut mit auskenne. Aus meiner Sicht, also aus der Sicht der NLP, ist das immer ganz schön. Das sind halt eben Domänen, aber die darunterliegenden Algorithmen sind eigentlich immer die gleichen. Ne? Genau, es gibt noch ein paar andere NLP-Tasks. Beta in Flare, die gehe ich mal ganz schnell durch. Das eine ist die Regression, die Textregression. Das heißt, hier geht es darum, dass man nicht sagt, dass man keine Labels vergeben möchte, also positiv oder negativ, sondern möchte so ein Label vergeben, wie viel Prozent trifft dieses Label zu. Ja, also wenn jetzt jemand sagt, I really like this movie because, dann ist der vielleicht zu 80% glücklich. Und wenn jetzt jemand schreiben würde, I really, really like this movie mit Großbuchstaben und Ausrufezeichen, dann ist der vielleicht 100% glücklich. Ja? Also das ist die Regression. Da gibt es einen schönen Task für implizite Emotionen im Text. Also es gibt sowas wie Joy, Anger, Fear, also Emotionen, die quasi über Text kommuniziert werden. Aber wenn Sie sich das so anschauen, dann merken Sie wahrscheinlich auch, dass es natürlich unheimlich schwierig zu quantifizieren ist. Ja, also dieser Task, meines Wissens nach, wird Textregression nicht häufig angewendet. Also ich kenne tatsächlich wenige bis gar keine Anwendungen dieses Tasks, was auch der Grund ist, warum das in Flare noch Beta ist. Und ich kenne fast keine Datensätze dafür. Und ich glaube, der Grund ist einfach, diese Datensätze sind unheimlich schwierig herzustellen. Also wie kommt man jetzt darauf, dass dieser Text 80% glücklich ist? Ne? Dann eine andere Sache ist Similarity Learning, da fangen wir gerade so ein bisschen mit an. Da geht es jetzt darum, Ähnlichkeiten festzustellen zwischen zwei Datenpunkten. Und diese Datenpunkte können zwei Texte sein. Das können aber auch verschiedene Modalitäten sein, dass man sagt, dieser Text und dieses Bild sind ähnlich, wobei eben genau die Definition der Ähnlichkeit, das hängt ein bisschen von dem Task ab, den Sie machen möchten. Zum Beispiel könnte man basieren auf so einer Similarity Learning zwischen Text und Bild, könnte man sich jetzt zum Beispiel Suchmaschinen bauen, die Bilder suchen anhand von textuellen Eingaben. Ja? Genau, da haben wir auch einen Datensatz erstellt, als wir damals bei Zalando. Und das ist beides in Flare zu Beta drin. Wenn Sie sich dafür interessieren, können Sie sich das auch gerne mal anschauen. So, und damit sind wir, ich glaube, genau in der Zeit. Um den Talk zusammenzufassen, also ich hatte Ihnen jetzt eine ganz Schlag Anwendung gezeigt, also NLP Models in Action, vor allem die Sentiment-Analyse und das Named Entity Recognition. Ich habe Ihnen das Flare NLP Framework vorgestellt und genau, ich lade Sie dazu ein, es auszuprobieren.
Ansonsten kommen jetzt ein ganzer Haufen neue Sachen. Also Version 7 von Flare kommt bald. Es gibt das sogenannte Flirt Sequence Labeling. Das kombiniert Flare und BERT und gibt uns nochmal neue State-of-the-Art Approaches, also neue State-of-the-Art Nummern, Zahlen. Damit wird das Sequence Labeling nochmal deutlich besser als alles, was derzeit publiziert ist. Wir haben ein Paper vor kurzem angenommen im Bereich Few-Shot Learning. Also bei Few-Shot Learning geht es darum, dass wir jetzt Modelle trainieren möchten, nahezu ohne Trainingsdaten. Das heißt, ziemlich oft gibt es industrielle Anwendungsfälle, wo man sagt, ich möchte jetzt XY kategorisieren. Ich habe jetzt aber keine Zeit, 10.000 Trainingsbeispiele zu erstellen für diese neue Kategorie, sondern ich habe vielleicht nur 10 Trainingsbeispiele. Da haben wir jetzt einen neuen Ansatz, der ist schon in Flare eingebaut. Den können Sie auch, der ist auch schon Beta. Den können Sie jetzt schon ausprobieren. Der wird jetzt aber noch vernünftig gerade gezogen. Und da wird es sehr bald ein großes Release für geben, dass Flare dementsprechend auch mit sehr wenig Trainingsdaten gute Dinge lernen kann. Und schließlich gibt es sehr viel Arbeit im Bereich der Mehrsprachigkeit. Ich hatte Ihnen ein bisschen was gezeigt. Da kommt noch viel mehr. Genau. Und das alles kommt in Flare 7. Also definitiv das Few-Shot Learning kommt in Flare 7. Flirt kommt, ich denke, auch in Flare 7, vielleicht in Flare 8. Es wird also weiterhin aktiv weiterentwickelt. Und so bedanke ich mich, dass Sie zugehört haben und bitte um weitere Fragen. Also eine Frage kam schon und zwar, haben Sie mal probiert, Beziehungen zwischen Entitäten zu erkennen? Und dann gibt es einen Verweis, Knowledge Graph. In Flare bisher noch nicht. Ich warte allerdings noch auf motivierte Studenten, um das zu machen. Das heißt, möglicherweise kommt es irgendwann. Es ist grundsätzlich auf der Liste. Es gibt so eine gewisse Liste von Dingen, die wir gerne in Flare sehen würden. Und die Relationsextraktion ist da definitiv mit dabei. Sie haben eben diese Similarities angesprochen. Könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich bin ein Buchhändler und nehme alle Klappentexte der Bücher, die ich in meinem Laden habe und lasse die durch Flair laufen und dann kommt ein Kunde rein und sagt, ich mag das Buch von, nehmen wir mal einfach was Standardmäßiges, Brot und Butter, Ken Follett, das aktuell neueste Buch. Und dann sagen sie dem Flair-System das und dann sagt er mir, welche anderen Bücher basierend auf den Klappentexten oder auf den Leseproben zum Beispiel als Background, welche dort quasi vergleichbar oder ähnlich sind. Also empfiehlt, macht quasi die Arbeit des Buchhändlers, mir zu empfehlen, welches Buch ich als nächstes lesen soll. Also grundsätzlich ließe sich dieses Problem als Similarity Learning Problem darstellen. Es müsste halt trainiert werden. Also was jetzt genau die Ähnlichkeit, also das ist halt immer das Ding. Das heißt also, Ähnlichkeit hängt ja immer so ein bisschen vom Anwendungsfall ab. Also wann sind zwei Dinge für mich jetzt ähnlich? Ja? Und in dem Fall wäre der Anwendungsfall, die Dinge sind für mich ähnlich, wenn ich davon ausgehen kann, dass eine Person, die dieses Buch mag, wahrscheinlich auch dieses andere Buch mögen wird. Ne? Also quasi Amazon hat ja immer das, Leute, die dieses Buch gekauft haben, haben auch dieses Buch genommen. Wenn sie an diese Daten quasi rankommen würden, hätten sie ja im Endeffekt einen Background, welche Bücher im Endeffekt andere Leute, die ein Buch A gelesen haben, haben meinetwegen D, E, F, G gelesen. Und dann müssten sie im Endeffekt ja die Texte, die Klappentexte oder die Leseproben dieser Werke nehmen und dann wüssten sie, aha, die Bücher sind quasi ähnlich. Und wenn dann die Beziehung sich auch noch rückwärts, wenn jemand D gelesen hat, hat er noch A, ein F und B gelesen und damit könnte man ja so einen Graph dann im Endeffekt aufziehen. Also das würde ja dann die Similarity-Erkennung wahrscheinlich noch verbessern. Gehe ich jetzt mal davon aus, weil das eine zusätzliche Information ist. Ganz genau, ganz genau. Das heißt also im Endeffekt über diese Likes oder über die Leute, die das mögen, die auch das mögen, also wenn man diese Daten hat, dann hätte man jetzt ein Signal. Und dieses Signal könnte man jetzt nehmen, um zu versuchen, Textähnlichkeiten zu trainieren. Hm. Aber das muss ja nicht nur inhaltlich sein, es könnte auch stilistisch sein. Ne? Also es könnte halt irgendwie sein, oder vom Tempo, also da muss man halt wirklich schauen. Es ist nicht leicht, aber ich denke, Ähnlichkeiten ließen sich irgendwie darüber auch trainieren. Also grundsätzlich gibt es für dieses Ding, also für derartige Sachen gibt es halt das Forschungsfeld des Recommendation Learning, also Recommender-Systeme, und die haben schon sich viele Gedanken gemacht, wie man sowas am besten macht.
Aus dem Publikum kam noch eine interessante Frage. Mit wie viel Manpower entwickeln Sie an Flare? Wie managen Sie den Open Source Community bzw. PR und CO? Wobei ich jetzt vielleicht, wenn Sie es nicht selber wissen, den Fragenden bitten würde, was meint er mit PR und CO? Genau, also ich schätze mal PRs und Pull Requests. Ein CO, wahrscheinlich Commits, weiß nicht genau. Ja, also, naja, aktuell mache ich das mehr oder weniger nebenher. Das heißt also, die Community, das manage ich größtenteils selbst. Das ist quasi mein Nicht-Day-Job, mein Night-Job. Das ist allerdings jetzt so aufgebaut, dass die Open Source Community, es gibt auch einige Leute in der Open Source Community, da auch mehr Verantwortung übernehmen. Das heißt, das hat sich halt im Endeffekt so rausgebildet, dass ich irgendwann, also wir haben jetzt mehrere Owner jetzt auch aus der Open Source Community, die da einfach mehr und mehr Verantwortung übernehmen. Ja, also im Endeffekt, also die Manpower ist größtenteils also mein Lehrstuhl plus eben die Open Source Community. Also, und wie eben schon gesagt, also es gibt insgesamt 120 Contributors, das ist natürlich so eine endlastige Verteilung. Es gibt einige wenige, die super viel machen und viele, die einmal so ein bisschen was machen. Aber grundsätzlich ist da eine hohe theoretische Manpower. Also hier kam noch die Antwort, es waren Pull-Requests und Issues. Genau, also die Issues, also Pull-Requests mache ich alle selbst. Die Issues, da hoffe ich immer auf die Community, weil es kommen so viele Issues rein, die kann ich als Einzelner nicht mehr alle bearbeiten. Das heißt, da freue ich mich immer sehr, wenn die Community aktiv wird und die Leute sich gegenseitig helfen. Na, also Issues sind quasi so eine Art Forum, wo man eben Fragen stellen kann oder Bugs reporten kann. Und da ist es dann oft so, dass auch jemand anders mal aktiv wird und sagt, das kannst du so und so machen oder das ist kein Bug, das machst du gerade falsch. Also was. Ne? Okay, nächste Frage. Gibt es Benchmarks auf deutschen Datensätzen zum Thema Textklassifikation, zum Beispiel GERM-Eval? Ja, absolut. Also GERM-Eval ist genau das Stichwort. Also zum Beispiel die Hate Speech Detection, da gibt es einen Task, der war jetzt, also die GERM-Eval oder die GERM-Eval ist eigentlich super. Also das ist wirklich eine ganz tolle Sache, da muss man jedes Jahr reingucken, was die machen. Da gibt es jedes Jahr irgendwie drei Tasks oder so, die organisiert werden. Und 2018, 2019 war es Offensive Language Detection. Also dieses Beispiel, was ich eben meinte, Hate Speech, das wurde durch die GERM-Eval abgedeckt. Oder auch Entitätenerkennung, das wurde, ich glaube, das war auch GERM-Eval 2014. Also da gibt's ganz tolle Sachen. Also Deutsch ist insgesamt eine gut unterstützte Sprache, wenn man das zum internationalen Vergleich sieht. Wenn man sich so die öffentlichen Datensätze anguckt, ist Deutsch wirklich, wirklich super. Eine weitere Frage. Flare setzt auf LSTMs und Character Level Embedding. Richtig? Fragezeichen. Unter anderem, ja. Also ursprünglich ja. Also das, was wir damals geopen-sourced haben, war ganz klar LSTM und Character Level Models. Daraus ist geworden ein Framework, in dem alle möglichen Forschungsansätze implementiert werden, inklusive Transformer, inklusive Few-Shot Learning, inklusive, ich habe jetzt einige Sachen noch nicht erwähnt, an denen wir arbeiten. Das heißt, es ist im Endeffekt ein größeres Framework geworden, in dem alle mögliche Forschung implementiert ist. Die nächste Frage ist, wie ist das Laufzeitverhalten, nehme ich jetzt mal an, für das Training gegenüber dem Feintuning von BERT? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben da jetzt einige Experimente laufen lassen und das hängt so ein bisschen davon ab. Also das Feintuning ist unheimlich GPU-lastig, während das Flare-Training, also das Nicht-Feintuning, scheint sehr CPU-lastig zu sein. Das heißt, so richtig gut kann ich die Frage nicht beantworten. Das hängt immer so ein bisschen von Ihrem System ab und da gibt es tatsächlich unheimlich viele Abwägungen im Endeffekt. Aber in beiden Fällen ist es meistens nicht besonders schnell. Sie erwähnten gerade System. Was für Systeme setzen Sie ein? Standard-Laptop mit einer GPU? Wenn ja, GTX, RTX oder was von AMD? Oder was ist so Ihr Default-Plech, um es mal so auszudrücken? Also AMD benutze ich eher nicht. Also da gibt es immer so Schwierigkeiten mit der Unterstützung. Ansonsten ja ganz normale Nvidia GPUs. Also auf meinem Laptop habe ich eine GPU. Und wir haben natürlich einen Cluster an der Uni. Den versuchen wir auch gerade auszubauen. Also da haben wir einen ganzen Schlag neuer GPUs bestellt. Genau, also ich persönlich mache alles über Linux.
Und das hat uns dann, gab es dann viele Überraschungen, als wir das zum ersten Mal Open Source hatten, weil dann kamen die ersten Leute rein und meinen, ich benutze auf Windows und es klappt nicht. Oder ich benutze auf Mac und es klappt nicht. Und das sind halt diese schönen Überraschungen, die man überlebt, so, erlebt, sobald man so ein System mal Open Source stellt. Und sobald Leute dieses System bei sich einsetzen, dann fällt einem alles Mögliche auf. Ne? Nächste Frage. Wie robust ist das Verfahren gegen das Störfeuer, das sich in Dokumenten üblicherweise findet? Zum Beispiel Briefkopf, Bulletlist, Tabelle, Worttrennungen in PDFs, Bildunterschriften? Eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich können diese Verfahren immer nur mit Sachen umgehen, auf die sie auch trainiert wurden. Das heißt also, wenn es zum Beispiel in diesen Trainingsdaten, wenn es da niemals Tabellen gab oder wenn es da niemals Umbrüche gab, ne, dann reagieren die sehr schlecht darauf. Das haben wir gerade gesehen mit einem Modell für Englisch, das mit deutschem Text, also wir haben deutschen Text an ein Modell für Englisch gegeben. Und das hat ja, wie wir gesehen haben, überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, also grundsätzlich reagieren die schlecht. Wenn sie jetzt aber solchen Text haben, dann ist es nicht schwierig für sie, ein Modell zu trainieren, was mit solchem Text umgehen kann. Zum Beispiel könnten sie so einen Datensatz für Englisch, existierenden Datensatz nehmen und dort einfach Umbrüche einfügen und dann ein neues Modell darauf trainieren. Und dieses neue Modell hat dann quasi während des Trainings solche Umbrüche gesehen und kann damit umgehen. Das heißt, out of the box wahrscheinlich nicht besonders gut, aber es ist nicht schwierig, damit umzugehen. So, ich rufe jetzt gerade noch mal das Publikum auf. Letzte Chance für Fragen. Ich habe auch bei Twitter geguckt. Leider hat keiner bis jetzt was getwittert mit dem Hashtag. Ja, super. Okay, es kam sogar noch eine Frage. Andersherum, es erscheint mir wenig sinnvoll, Satzbau in Nichtsätzen erkennen zu wollen. Oh. Ja, genau. Also wenn der Text sehr ungrammatikalisch ist, dann kann man da wahrscheinlich relativ wenig machen. Spannende Frage, es ist zwar jetzt nicht mehr weltrelevant, aber haben Sie alle Tweets von Trump mal durch das System laufen lassen und dann Hate Speech mäßig klassifiziert? Das wäre ein tolles Studentenprojekt. Also das schreibe ich mir mal auf. Also vielleicht, wir machen immer viele Studentenprojekte. Das wäre doch mal was Schönes. Gut. Ah, jetzt kommt noch ein letzter Hinweis. Gutes Beispiel sind Arztbriefe, sagt der Zuschauer. Das wäre halt auch was, wo man sagen könnte, man kriegt eine quasi in der Justiz ein Schreiben rein und das wird dann klassifiziert, was das jetzt ist, ob das eine Klage ist oder also ein verfahrensbegründender Neueingang oder ob das irgendwelche anderen Dokumente sind, ob das Schreiben überhaupt irgendwie Sinn macht. Also das heißt, ob es überhaupt zu einem Verfahren gehört oder nur ein allgemeines Schreiben ist. Können Sie sich vorstellen, dass oder kann Ihr Legal Tech das auch machen? Naja, also wenn es handschriftlich ist, dann haben wir natürlich Nein, erstmal. nicht handschriftlich. Wir gehen jetzt mal einfach von Text aus. Also wir kriegen meinetwegen ein Dokument, was in maschinenlesbarer Form vorliegt. Also trainieren kann man es definitiv. Also out of the box schwierig, man müsste erstmal Trainingsdaten dafür haben. Aber wenn Sie jetzt einen ganzen Schlag solcher Trainingsdaten haben, und dann ist es sehr einfach, ein Textklassifikationsmodell dafür zu trainieren. Und selbst wenn Sie nicht viele Trainingsdaten dafür haben, dann könnten Sie unseren neuen Zero-Shot-Learning-Ansatz mal ausprobieren und vielleicht bringt der schon irgendwas. Der Herr mit den Arztbriefen hat eben noch ergänzt bezüglich schlechter Text, Typos, Grammatik, etc. Das scheint aber nicht arztspezifisch zu sein. Das kommt auch in anderen Fällen vor. Ja, genau. Also ich meine, das ist ein Problem, das wir in vielen Fällen haben. Also, dass der Text halt eben nicht perfekt ist. Also, wir hatten Tweets, ist ja auch so ein Beispiel. Tweets, da ist ja fast keine Grammatik mehr drin. Das sind Wörter ohne Groß- und Kleinschreibung, ohne Grammatik, ohne Rechtschreibung. Also, die können ja beliebig ungrammatikalisch sein. Das heißt, also solche Probleme haben wir immer. Und da müssen wir eben entsprechend Modelle trainieren, die damit umgehen können. Und der Mensch kann das ja auch. Also, außer wenn der Brief jetzt wirklich komplett kaputt ist oder der Tweet komplett kaputt ist, kann man es ja immer noch meistens interpretieren.
Und da gibt es alle möglichen Techniken, die man anwenden kann. Und diese Character-Level-Language-Models, die ich eben eingeführt habe, die sind tatsächlich relativ robust gegen solche nicht kanonische Sprache. Da eben die Sprache hier auf der Zeichenebene modelliert wird und dementsprechend Typos und solche Sachen, damit können die relativ gut umgehen. Aber klar, also es ist eine Riesenherausforderung. Da müssen Sie die Modelle speziell für trainieren. Sie müssten vielleicht in Ihre Trainingsdaten extra ex genau solchen Noise einfügen, damit das Modell sowas im Training schon gesehen hat. Und Aber sich nicht unmöglich. erschreckt. Ganz genau. Damit es einfach weiß, was da auf das Modell so zukommt. Und wenn sie viele Emojis drin haben, ich schaffe es teilweise, komplette Tweets zu schreiben, wo kein einziges normales Wort drin ist. Ich schreibe dann alles in Emoji. Das ist ja quasi dann wie Japanisch-Chinesisch. Ein Kanji ist ja auch nicht ein Zeichen, sondern ein Ausdruck für ein komplexes Wort oder ein komplexes Gedankenmodell. Das heißt, man müsste dem Modell dann halt auch noch Emoji beibringen, das dann erkennt, wenn da jetzt zum Beispiel eine Aubergine und ein Pfirsich kommt, was damit gemeint ist, um es jetzt mal so de nicht detailliert darzustellen. Ganz genau. Also ich meine, Emojis sind ja auch ein tolles Signal. Also es wird zum Beispiel für die Sentiment-Analyse, ne, werden Emojis ganz gern gesehen. Ja, wenn dann Smiley ist, dann weiß man höchstwahrscheinlich positives Sentiment. Und wenn es ein weinender Smiley ist, dann wahrscheinlich eher negativ. Genau. Gut, da wir jetzt in dem Chat keine weiteren Fragen haben und auch unter Twitter keine weiteren Fragen kommen, möchte ich mich gerne bei Ihnen bedanken für Ihre Zeit und für den Vortrag. Sie finden den Vortrag später dann auch auf unserer Homepage, beziehungsweise halt den textuellen Teil, also als PDF. Und wir werden auch den Video verlinken. Der Video wird in 1, 2 Tagen dann halt auch live gestellt. Den können Sie dann unter der gleichen URL bei YouTube, wie Sie jetzt zugesehen haben, können Sie den erreichen. Dann bedanke ich mich nochmal bei Ihnen und hoffe, dass sich der Herr mit den medizinischen Datensätzen auf Deutsch sich bei Ihnen meldet und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Und Herr Professor Akbik, vielen, vielen Dank für den Vortrag. Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben und vielen Dank für die vielen Fragen. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Wiedersehen. Ja, tschüss.